Laden. Erster Zauber ist gelernt. Dieser Zauber ist, steht sozusagen die Kampfversion von Magiebann da, da er nur Zauber im Wirkungsbereich aufhebt, die auf Feinden liegen. Darunter fallen Auswirkungen von Zaubern, Tränken, bestimmte magischen Gegenstände, wie beispielsweise Zauberstäbe. Okay, gucken wir mal, ob wir es lernen können. Das Problem beim Magiezerstören ist halt, dass es wirklich nur auf die Gegner wirkt. Das heißt, irgendwelche bösen Sachen, die wir auf uns haben, können wir mit Magiezerstören wieder nicht wegnehmen. Dafür bräuchten wir Magiebann. So, Dawn hat ein Level up. Lasst sie uns ordentlich verderben. So. Sagt an. Stufenaufstieg. Zwei Händer können wir nicht geben. Kampf mit zwei Waffen hat er schon. Also gibt noch eins auf Elebarde. Kriegt eine Waffenfähigkeit, 10 Trefferpunkte und der ETW wird reduziert, sehr schön. Wo, wie ihr wünscht. So, das müsste die Schutzformel sein. Ja? Wir bringen sollten. Wie ihr wünscht. Fluch der Torheit. Mal gucken, ob das die ist. Ah, meine Formel. Nehmt sie nur mit euch. Sie wird eure karmische Essenz erhöhen. Neuer Tagebucheintrag. Farmingtons Formel. Hm. Wo ist das denn? Da. Farmington gab mir die Schriftrolle, die ich in seinem Auftrag zurückholen sollte. Ja, nur dass diese Schriftrolle ein Arsch ist. Was willst du? Ist eure Aura in letzter Zeit an Weisheit gewachsen? Nein, das ist eine Torheitsschriftrolle, du Narr. Oder der hat uns einfach verarscht. Noch ein Waldschrat. Zwei Waldschrate sogar. Okay, vergiftet. Und verschwindet. Nera, magisches Geschoss. Das war ein schwaches magisches Geschoss. Selber habe leider keins mehr. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft.
Ja. Wie ihr wünscht. Gift kann im ersten Teil noch recht böse sein. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, wir lassen uns etwas zurückfallen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Lasst sie uns ordentlich verdrechen. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Ich höre zu. Oh, das war ein bisschen knapp, aber es... Ja. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Schätzchen. So, dann schicke ich mal Safana vor ein bisschen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Schätzchen. Okay. Ich weiß gar nicht mal, ob man diese Fallen hier überhaupt entdecken kann. Ja, mit Vergnügen. Ja? Lasst sie uns ordentlich verdrehen. So, jetzt müssen wir nur Safana wieder da rauskriegen. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ich fühle mich so, wenn das euer Wunsch ist. Ich weiß, es gab hier noch eine Spinnenfalle. Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das blöde Gefühl, dass man diese Fallen echt nichts finden kann. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Oh, doch. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Sieht so aus, als ob das Fallen sind, die gar nicht mal verschwinden. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Das waren die beiden bösen Spinnennetzfallen. So, und dann sind wir fast durch eigentlich. Mit dem blöden
Spinnenwald. Oh, Waldschrat, hi. Waldschrat, Mehrzahl. Ihr habt geläutet. Ja, Stufenerhöhung für mich. Olaf Saar? Ja? Stufenerhöhung. ETW um 1 reduziert. Dritter Grad Magiezauber und zusätzliche Trefferpunkte. Yay, jetzt kann ich zu herbeiruhen. Schön. Also ja, ich habe nicht annähernd so viele Slots wie Nera. Sie hat hier zwei mehr, hier einen mehr und hier einen mehr. Ja. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen. Dafür habe ich aber halt andere Talente, wie mein Bardenlied. Stirbt du nerviges etwas? So, und damit sollten wir hier auch fertig sein. Ja. Das heißt, wir können zum Räuberlager reisen. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ein Vampirwolf. Ihr braucht nur zu fragen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Level-Ups aus? Also, ja gut, wir brauchen... Also, ich brauche noch eine Weile. Und Dorn wird noch ein gutes Stück länger brauchen. Mikonia braucht auch noch ein bisschen. Ja, Safana ist kurz davor. Nera folgt dann. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Hey, Cutscene. Ich habe das Lager der Räuber entdeckt. Das größte Zelt dürfte wohl ihrem Anführer gehören. Und darin lassen sich vermutlich Dokumente finden, die enthüllen, wer hinter all dem steckt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, ich finde es irgendwie schade, dass sie die Cutscenes vom Original durch solche kurzen Bilddinger ersetzt haben. Das hätte man sicherlich auch anders lösen können, aber dafür muss ich sagen, finde ich die neuen Gruppenmitglieder, die man haben kann, recht interessant. Zwar eigentlich alle vier. Wir sind allen vier jetzt schon begegnet. Zwei davon haben wir mit in der Partie. Und ja, ich muss sagen, ich bereue es jetzt nicht wirklich, dass ich Nera statt Edwin genommen habe.
außer dem einen Augenblick gerade vorhin, wo Nera uns fast alle in die Luft gejagt hätte. Aber mittlerweile klappt das ja mit den magischen Bogen, die sie da hat.